geht eigentlich um einen Schauspieler, der es nicht aufgeben will, aber einfach unglaublich doll scheitert. Und dann irgendwann auf die Idee kommt, dass er eigentlich im wahren Leben ein besserer Schauspieler ist und anfängt, sich buchen zu lassen, mieten lassen. Und das funktioniert dann ganz gut. Und dann bricht alles im Chaos aus irgendwann, aber das verrate ich jetzt lieber nicht. Ich krieg keinen Cent dafür, dass ich hier stehe. Keinen scheiß Cent. Ich bin der Regisseur auf dem Casting und möchte ihn erst haben und schmeiß ihn dann achtkantig raus. Bereit? Nochmal die Bewegung. Micha, dreh dich ein bisschen mehr mit. Also man mag die Leute, die das machen. Einem gefällt die Rolle, die man spielt. Es gibt ein Drehbuch, was mir gut gefallen hat. Ich finde die Idee der Serie sehr lustig. Webserie, weil wir da uns die Freiheit erhoffen, die man sonst nicht so leicht hat. Wir wollen es funkiger, schneller, böser. Es soll schockig sein. Ein gutes Feld, um irgendwie kreativen Nachwuchs einfach mal Möglichkeiten zu geben, was auszuprobieren. So. Soll ich ein Frühstück machen? Was ist das eigentlich für eine unfreundliche Atmosphäre hier? Danke! Vielen Dank! Weiter geht's, Hammer! Yes! Serien sind auf jeden Fall für mich ein Ausgleich zu irgendwie Zapping zum Beispiel. Dann gucke ich mir lieber ein paar Folgen einer Serie an. Die Produktionsbedingungen sind toll in Berlin natürlich, weil man ganz viele Kreative hat. Und so kann man tolle Leute finden und auch für wenig Geld was Schönes machen. So. Ja, wir reißen sogar Wände ein für Umme.